Der freischaffende Künstler Tamer Serbay stammt ursprünglich aus der Türkei, zog aber bereits 1969 für ein Agrarwissenschaftsstudium nach Kiel. Seit 1982 arbeitet er als bildender Künstler. Besonders an seinen Installationen ist die Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit. Diese wird durch die Bearbeitung von Papier mit Rost dargestellt. Für die aktuelle Ausstellung im Bunker D wählt er einige dieser Werke aus den 1990er Jahren. Dieses Gebäude ist ja vernarbt. Da überall sind Schusslöcher, kaputt. Meine damaligen Arbeiten sind jetzt so, als ob sie hierfür extra gemacht hätte. Aber habe ich nicht. Als ich diese Sachen hier hinging, war ich irgendwie so gestürzt, so bestürzt. Ich habe gesagt, oh, die könnten eigentlich Patronen für Flak sein. Erst jetzt hier habe ich überhaupt dran gedacht. Da habe ich dann dieses Material gewickelt und mit weißen Wandfarbe angestrichen. Und der Rat hat mir dann gesagt, du hast das mich gewickelt und alles gemacht, aber ich ruste auch. Und das ist natürlich erzählt jetzt, was draußen passiert ist. Ne? Durch Wind und Regen und hat er verrostet und so weiter und so fort. Das war im Wattenmeer und Salzwasser hat da gewirkt und der Rat ist dann viel schneller kaputt gegangen als das. Das hat mir immer Spaß gebracht. Wenn ich nochmal auf die Welt kommen würde und mich entscheiden würde, dann würde ich sagen, ich mache weiter Kunst. Ja. Noch bis zum 3. April können Tamer Serbays Installationen und Objekte der 1990er immer mittwochs von 10 bis 20 Uhr in der Galerie des Bunker D angesehen werden.